verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und durch die Brücke, ein paar ja. Server gecrashed. Das sollte reichen. Wollen wir die verpassen? Alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir, ein paar hundert Meter. Was besetzt Paris? Hä? Zweiter Weltkrieg oder was? Das ist ein amerikanischer Panzer oder ein deutscher? Und jetzt neues Ziel, der Eiffelturm. Den Eiffelturm erreichen. Ey! Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Groß, das von außen sieht immer klein aus. So, ich muss weiter hoch. Deutsche Soldaten. Die Schipitze erreichen. Das ist echt hoch. Spitze des Eiffelturms erklimmen. Das machen wir. Oh shit.
Noch einer? Keiner, ne? Können wir auch in Ruhe nach oben. Was steht hier? Deutschland. Deutschland. Sie auch. Alle. Und. Ja, hätte sie wohl gerne. Nazi-Deutschland vielleicht, aber nicht Deutschland. So, wo geht's weiter? Hier ist Feuer. Halt auf der anderen Seite ausprobieren. Da hoch.
nervös macht, aber das Portal ist äußerst instabil. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Ich weiß nicht, ob der höher ist als der Kölner Dom, aber auf jeden Fall ist eine schöne Aussicht, sehr schön. Da unten, weiß ich leider nicht, was das vielleicht Präsidentenhaus ist. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sieht man hier einen Zeppelin vom Zweiten Weltkrieg. Und ja, muss auf jeden Fall sagen, hat Stil hier. Da ist nochmal so ein Antikhaus vielleicht. Ja, springe schon. Du musst springen. Und dann springen wir mal, ne? Ist echt hoch. Und rein mit dir. Ja, 13 Beats. Serverbrücke, die Resistance, fortfahren. Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert, wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. So, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall wird es die nächsten Assassin's Creed-Teile auch geben. Nur kurz zur Info. Ja, ich würde sagen, folgt mir auf Insta und Snapchat wie immer. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Khalid. Ciao.